Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Und letztes Mal haben wir diesen Krug gesammelt und die Folge haben wir Zelda gewidmet. Und ich habe versucht, so zeitnah wie möglich wieder zu spielen. Deswegen wollen wir mal reingehen und schauen. Ach ja. Das war ja das Problem. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder einen Eingang finden. Einen ordentlichen. Damit ich die innere Map nochmal anschauen kann. Gott. Irgendeinen Eingang. Scheiße, sind wir am Eingang? Ups. Naja, zum Glück ist noch kein Blutmond gewesen. Oh Gott, jetzt habe ich es ja aufbeschworen. Mist, Mist, Mist. Deswegen erstmal, jetzt müssen wir von der anderen Seite irgendwie rein. Damit wir das Innere noch weiter erkunden können. So. Folgt mir mal auf der Karte. Also unten sind... Wir sind jetzt da unten. So, wir sind diesen Gang da weitergegangen. Immer weiter runter, den Kerker lang. Und das, diesen Abschnitt haben wir geschafft. Dann sind wir hochgegangen. Diesen Abschnitt haben wir auch geschafft. Sind ganz hochgegangen. Da sind Zeldas Gemächer gewesen. Labor und Schlafgemach. Und dann sind wir danach von hier aus jetzt mittig rechts gegangen. Und ja, da gab es dann halt die Sackgassen. Genau, und dort ist halt dicht gewesen, wie alt da. Das heißt, wir gehen hier rein. Also mittig unten, mittig da, diesen Eingang. Da gehen wir jetzt rein. Wo müssen wir da jetzt eigentlich hin? Geradeaus nahe des Außen. Reichs. Hier wollen wir rein. Hier sind wir. Also einmal rum. Okay, einmal rum. Yay. Hui. Naja, uns fehlt noch der Schrein. Und... ja, mehr nicht. Tatsächlich. Nebst den Quests natürlich. Und wir dann der Schrein und der Gardenbogen, das Gardenschild und das Gardenschwert. Genau, das normale Gardenschwert. Das sollte machbar sein. Definitiv. So, den Hylia-Schild hatten wir noch ausgerüstet wegen der Cutscene, seitdem hatten wir keinen Wächter mehr getroffen. Zack. Zack. Ja, so, also der weiten Entfernung ist der Laser wirklich das effizienteste. Und zack. Ist schon leicht gemein, aber man sollte mit den Mechaniken arbeiten. Wenn man die Möglichkeit hat, ohne Probleme die Sachen zurückzustoßen, also warum nicht nutzen, ne? Hm, normalerweise waren hier halt Sachen drin, aber hier halt nicht. Okay. Das meiste ist hier halt wirklich nur für Kruxsamen versteckt. Ein paar Schätze können natürlich auch sein, aber den größten Schatz haben wir, den Hylia-Schild. Mehr schlecht als recht. Ne, mehr recht als schlecht tatsächlich. So wie es war. Und da ist wieder diese komische Windmühle. Eigentlich ist es ein Rädchen, aber... ja, ihr wisst ja, was ich meine. Sind wir so langsam da? Da war das. Oder? Hm, gehen wir da unten mal rein. Und schauen uns nochmal die Lage an. Ich habe nämlich schon wieder komplett den Überblick verloren dabei. Oh, guck mal. Oh, ein Schatz. Und es ist... oh, danke. Das haben wir bloß gemacht. Ist ja super. So.
Ach ja, hier sind wir wieder. Mit dem Wasserweg. So wird jetzt nicht weit, der Wasserweg. Sagte er und es war weit. Oh, guck mal, ein Feuerschwert. Wow. Das war ordentlich Schaden. Zack. Au, wo bin ich denn jetzt mal... Oh. Wieso kriegen wir denn direkt wieder den... Weil das... Ach so, weil es mehrere Eispfeile sind. Okay, mehrere Eispfeile sind kontraproduktiv. Merke ich mir. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo eine Schatztruhe drin im Wasser, oder? Hm, scheinbar nicht. Gut, das Feuergroßschwert ist irrelevant. So, war es der richtige Eingang, der uns auf die andere Seite führt? Ja, war's. Perfekt. So, hier haben wir dann einen riesigen Raum. Der führt dann dort hoch. Der führt dann einen weiteren riesigen Raum mit einem einen Ausgang. Und dort und dort und dort und dort. Und kommen dann auf die andere Seite. Gut, dann haben wir den anderen Abschnitt tatsächlich gefunden. Und wenn wir den auch erkundet haben, haben wir das Innere von Hyrule tatsächlich auch... Also vom Schloss Hyrule. Auch geschafft. Schön. Das Reckengewand mit seiner Lebensanzeige zeichnet ist natürlich auch so ein kleiner Röntgensensor. Zack. Ja. Das Master Sword. So mächtig hier, dass man sich nicht mehr Sorgen machen muss, dass man Fledermäuse dann einfach zerstört. Super. Wobei ich diesen Dunst hier echt nicht mag. Ich weiß, es ist eine Höhle, ein bisschen neblig und so muss es sein, aber... Ugh. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Wieso man denn hier noch Sekrets... Sekrets herausfinden. Das wollte ich eigentlich ganz witzig sagen und dann kam es irgendwie komplett weird drüber. Wieso man denn noch Sekrets finden? Oh. Und eine Schwertbanane. Wir haben mittlerweile mehr Schwertbananen als was irgendwas anderes. Am Ende können wir uns einfach ein paar Schwertbananen-Tränke reinpfeifen und permanent mit irgendeinem Angriffsbuff rumlaufen. Weil ich davon so viele habe. Fein. Ist das denn ernst? Dass man da nicht drauf kommt, dass man hier eine olle Kiste braucht, um herauszufinden, dass das eine Eisentür ist? Das ist keine Eisentür, das ist ein Eisenschrank. Bibliothek! Ah! Zack! Geschafft. So, Bibliothek. Ups. Na du. Ups. Und weg. Hier ist wieder was verdeckt. Hier muss irgendwo ein Auge sein, dass das alles cleared. Okay, wir sollten jetzt mal die Gegner wegmachen. Und solche Geheimräume finden. Ah, guck mal. Schick. Ja. Ist das ein Steinspalter oder ein Felsspalter? Das ist ein Felsspalter tatsächlich.
Um auch gleichzeitig das Erz hier kaputt zu machen, aber naja. Okay. Nur mal einen Stock höher. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Alter, der Cooldown ist auch nicht sehr hoch. Jetzt war ja klar irgendwie, dass Daruks Schirm auch nicht so hohen Cooldown hat, aber... Alter. Wir haben beide gerade erst eingesetzt. Und zack. Ist das gemeint? Na du? Tschüss. Wir wollen ein bisschen mit den Pfeilen spielen. So. Dort ist noch einer. Der kann sich gar nicht rühren, so viel kriegt er aufs Gesicht. Ah. Ist auch wieder ein Auge. Aber das kann man austricksen. Hier. Zack. Auge weg. So, das dürfte nicht das einzige Auge hier sein. Okay, wir haben jetzt noch Rezepte, die wir hier in dieser Bibliothek finden müssen. Versperrte Türen. Oh, da geht's zum Auge. Oh, da ist es Teil 2 Monsterkuchen, Leibspeise des königlichen Beraters. Monster-Essenz, Tabanterweizen, Rohrzucker, Ziegenbutter, kennen wir alle schon. Alle Zutaten gut vermengt, dann backen. Der Verzehr vernebelt den Geist und kann zum Aushecken böser Pläne führen. Mit Vorsicht zu genießen. Königliche Küche. Ja. Am Ende müssen wir ihm dann die Rezepte sagen, aber wenn dem so ist, dann schaue ich einfach in die Folgen wieder rein. So, hier waren wir noch nicht. So, ich habe hier doch ein Auge gesehen. Oder habe ich mich hier komplett verguckt? Wegen Auge, wisst ihr? Verguckt. Das ist auf jeden Fall noch eine Schatztruhe. Nicht schlecht. Nee, bei so viel Schleim muss doch irgendwo noch ein Auge bei sein. Okay. Der Dunst, der nervt ein bisschen. Schauen wir mal, ob den Buchstaben irgendwo noch was ist. Nicht gerade von dort kommen, da geht's noch irgendwo hin. Und da oben geht's dann auch wohin. Okay. Das ist also die richtige Richtung quasi. Oh. Ah. Studierzimmer des Königs. Schick. Und der Gardeschild, der sieht auch schön aus.
Auch nicht schlecht. Extra Block. Also gibt es tatsächlich noch eine höhere Tier als König und das ist Garde. Ich hatte mich ja schon immer mal gefragt, ob es noch irgendwas Höheres als König gibt und das gibt es tatsächlich. Hatte ja schon damit abgeschlossen, dass es das nicht mehr gibt. Nicht schlecht. Notizen des Königs. Nice. Okay, abseits der Notizen ist hier sonst nichts mehr. Dann schauen wir mal. Aufzeichnung von Roam Bosphoramus Hyrule. Lesen. Zelda ist mit Nachnamen Hyrule? Okay. Zelda Hyrule. Cool. Na gut. Erste Seite lesen. Ist ja wie bei Laputa, ne? Wobei, das... Also die Anlehnung an das Schloss im Himmel sind bei Breath of the Wild, ist mir eigentlich schon sehr, sehr früh bei den Wächtern aufgefallen. Also da eine kleine Inspiration, vor allen Dingen mit Roam jetzt, der auch so einen Namen mit Hyrule im Namen drin hat. Passt gut. Also Parallelen sind da. Natürlich nicht das Schloss im Himmel, aber so die Technologie des alten Volkes, die Königsfamilie. Ihr wisst schon. Ja, ich denke, die meisten werden das Schloss im Himmel gesehen haben. Gut, okay. Am heutigen Morgen wurde mir eine Tochter geboren. Oh, so früh fangen die an. Den königlichen Traditionen folgend nannte ich sie Zelda. Ach, ich wusste, dass das kein Zufall ist. Der Der Gebrauch von Feder und Tinte liegt mir nicht. Doch ist der heutige Tag Anlass genug, eine Chronik zu beginnen. Die Berichte über Reliktfunde häufen sich. Die Vorhersagen des Weissagers erweisen sich als zutreffend. Die Verheerung Ganon ist kein Fabelwesen, sondern existierte in Hyrule tatsächlich. Wir müssen alle Relikte erforschen. Doch allein für die vier Titanen wird dies Zeit brauchen. Zeldas Augen erstrahlen, als ich ihr von den Relikten erzählte. Sie scheint eine Begabung für die Wissenschaft zu haben, für die Wissenschaften zu haben, also für alle. Das finde ich ziemlich cool. Der Tod der Königin kam plötzlich. So plötzlich, dass mir alles noch wie ein Traum, böser Traum erscheint. Zelda weinte weder bei dem folgenden Staatsbegräbnis, noch tut sie es, wenn sie mit mir allein ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihr immer sagte, dass eine Prinzessin Selbstbeherrschung zeigen müsse. Für eine Sechsjährige war ihr Verhalten herausragend. Ich musste im Geist ihrer Mutter erziehen. Oh Mann, mit 6 Jahren. Oh Gott. Zelda ist von ihrem Besuch an der Quelle zurückgekehrt. Ihre Kräfte, die Verheerung zu versiegeln, sind nicht erwacht. Der Tod ihrer Mutter ist nun 1 Jahr und 3 Monate her. Vielleicht hat sie dies noch immer nicht ganz verwunden. Drohte nicht die Prophezeiung von der Verheerung Ganon, sich zu bewahrheiten? Ließe ich ihr alle Zeit der Welt? Doch die Zeit läuft uns davon. Es tut mir in der Seele weh, ihr zu befehlen, ihr Training an den Quellen zu intensivieren. Oh, jetzt sieht man die ganze Geschichte nochmal aus Roams Seite. Oh. Ich hörte, dass Zelda weiterhin an den Relikten forscht und beschloss sie dazu zu befragen. Sie gab vor, nur in ihrer Freizeit zu forschen, dennoch schalte ich sie. Ihre Kräfte erwachen nur deshalb nicht, weil sie ihre Zeit damit verplempert, Wissenschaftlerin zu spielen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich Zeldas Gefühle. Sie verlor ihre Mentorin, ihre Mutter, bevor sie ihr lehren konnte, von ihr lehren konnte. Lernen konnte, Mann! Bevor sie von ihr lernen konnte. Seit 10 Jahren nun versucht sie vergeblich, sich selbst etwas beizubringen, für das es keine Lehrbücher gibt. Im Schloss tuschelt man hinter ihrem Rücken über sie. Und ich, ihr einziger Verwandter, schelte sie. Ist es nicht verwunderlich, dass sie zu ihren Relikten flieht?
Mann, tut mir sehr, sehr leid. Ich muss sie jedoch dazu bringen, ihr Schicksal zu erfüllen. Man berichtet mir, dass Zelda zur Quelle der Weisheit gegangen ist. Dies ist wohlmöglich ihre letzte Chance. Erwachen ihre Kräfte in Ranel nicht, gibt es kaum noch Hoffnung. Wenn sie auch diesmal wieder erfolglos zurückkehrt, werde ich sie trösten, anstatt sie zu schelten. Die spirituellen Übungen, die ich ihr nun seit 10 Jahren auferlege, waren vielleicht ein Irrweg. Vielleicht erwachen ihre Kräfte der Versiegelung auf eine andere Art. Meine Hoffnung ist, dass die Erforschung ihrer geliebten Relikte ihr zur Einsicht über ihre Kräfte verhilft. Doch vorerst werde ich die Rückkehr meiner Tochter erwarten. Nicht als König, sondern als Vater. Oh, scheiße. Und das ist halt nie passiert. Weil vorher die Verheerung kam und sie haben sich nie wieder gesehen. Mann. Und die Tragödie nimmt weiter ihren Lauf. Jetzt nur mal aus Roams Sicht. Der strenge Vater, der halt wirklich darauf erpicht war und... Ja. Man kann beide natürlich verstehen auf ihre Seiten. Heftig. Aber wieso so versteckt? Puh. So. Genau, der Weg führt halt... Nee, das war der Weg, der da hochführt. Und der andere Weg... Richtig. Der andere Weg ist blockiert. Moment. Wenn der andere Weg, dass der unten ist und blockiert ist, dann kann man den von draußen öffnen. Das heißt, da kann man nochmal von draußen ran. So, jetzt müssen wir aber immer noch die Rezepte nochmal finden. Eines hatten wir, das war Rezept Nummer 2. Mit dem Monsterkuchen. Hey. Gut, dann nicht. Sieht das so komisch aus? Es würde da gleich ein Auge rauskommen, aber... Tut's ja scheinbar nicht. So, da ist der Monsterkuchen. Aber sollte in der Bibliothek nicht... Sollten da nicht mehr Rezepte für den Gourmet-Typen da sein? Wieso ist hier einfach eine Tür? Nichts drunter oder so? Wieder hier. Gott, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ja, hier ist Roams Zimmer. Entschuldigung, König Hyrule Zimmer. Also ist er nicht nur der König von Hyrule, er ist auch König Hyrule. Sehr mysteriös. Und von hier kommen wir. Bisschen die Übersicht finden. Diesmal schafft mir gar nicht mal so viel, aber wir haben mal Storytime über den König gekriegt. Das sollte auch ganz okay sein. Ja, und dort ist halt dieser Weg nach unten und der ist halt von der anderen Seite scheinbar verdeckt. Gut, dann werden wir beim nächsten Ausgang dann rausgehen. Moment. Das können wir sogar. Oh, das war ein bisschen sehr hoch, Revani. Wir gehen jetzt hier raus. Hier war ja auch noch ein Ausgang und den Weg können wir ruhig mal abgehen. Und schauen von unten nochmal den Eingang da rein. Ja, machen wir das so rum.
Gut. Sind wieder draußen. Genau. Und jetzt hier von unten rein. So, hinterm Wasserfall oder was ist das? Ach, da. Okay, machen so. Ich kann da gar nicht lasern, wie ich ihn kaputt hau. Ach ja, komm, warte. Jo. Jetzt von hier rein. So, und da sollten wir jetzt Oststollen. Wieder ein Stück noch zu erkunden haben. Und kommen dann wieder in die Bibliothek. Richtig. Aber mal schauen. Wir nichts übersehen, wenn wir da so schnell vorbei jagen. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein Gardenschwert. Perfekt. Revalis Sturm ist bereit. Alter, der Cooldown ist echt klein. Ist mir so beim Offscreen-Gedöns nicht aufgefallen. Ich hatte es ja immer irgendwie, aber so onscreen. 48. Ja, es ist definitiv stärker als ein normales Königsschwert. Und trotzdem auch ganz nett. Ja. Schwarze Ausrüstung. Das heißt, uns fehlt nur noch der Gardenbogen, dann haben wir die Quest. Ich auch nicht. Okay. So. Die Reihen sind immer besser als eine. Oh. Muss natürlich auch treffen, ne? Muss natürlich. Ah, Waffenkrog. Auch schön. Gerade die Untertage, die wären sonst leicht unfair. Schmelze. Aber nee, gar nichts Neues. Okay. Alter! Das war auf jeden Fall sehr ergiebig. Hallo! Ja, der Oststollen ist auf jeden Fall. Ist er ein Iferrock? Tatsache. Seltener. Schloss Hyrule-Katakomben im Ivarok. Blöd ist nur, dass ein komischer Stein da irgendwie so komisch steht und dann kann ich ihn halt so schwer angreifen. Da muss das tatsächlich lang. Hm. Gut. Die Bombenpfeile sollten relativ effektiv sein. Ach, das sind Feuerpfeile, ups.
Ja. Okay. Ich hätte gedacht, auch wenn das sein Schwachpunkt ist, dass er vielleicht noch minimal Schaden bekommt. Hallo. Immer schön wegdullern. Hat er sich umgedreht dabei? Ja. So, und... Oh. Goodbye. Goodbye. Oh, perfekt. Ja, echt ordentliche Drops. So. Schön. Ich hätte zwar auch so hochklettern können, aber man rechnet ja nicht immer mit einer vollen Ausdauerleiste. Und da ist der Eingang. In die Bibliothek von dort. Hätten wir den Weg auch... Wo ist er denn? Da. Auch geschafft. Schön. Abgesehen davon, dass ich nur ein Buch mit Monster-Sachen gefunden habe. Mit Rezepten. Geheime Kochrezepte. Ah, da ist ja noch eins. Obsttorte. Leibspeise der Prinzessin. Zwei oder mehr Früchte, Tabanterweizen, Rohrzucker. Alle Zutaten gut vermengen, dann backen. Der Verzehr macht anscheinend den Kopf frei und fördert die Konzentration bei der Erforschung antiker Technologien. Sehr interessant. Okay, und ich meine, es waren drei Rezepte. Lass mich lügen, aber es könnten... Ich meine, es wären drei. So, wir haben jetzt unten im Untergeschoss und oben. Was? Jetzt müssen wir noch irgendwo... Irgendwo noch ein altes Buch rumliegen. Okay. Ja, die Folge ist tatsächlich schon zu Ende. Deswegen... Ja, hier ging es ja nur hoch, aber... Vielleicht hier mit dem Schutt noch wo was liegen? Nee. Nee, nee. Oh, oh. Scheiße. Doch nicht. Er war gerade so rot, so um 23.55 Uhr. Jetzt dachte ich, es geht wieder am Blutmond los. Aber könnt mir nicht erzählen, dass das nicht so aussah. Habe ich noch irgendwo hier auf den Regalen im Buch versteckt? Huh. Ja. Ansonsten könnte ich aber auch nicht sagen. Au. Wo noch eins sein könnte? Die sollten alle in der Bibliothek sein. Können wir nicht vorstellen, wo sonst. Wieso ist die da? Wieso steht die da so? Soll einfach nur dazu dienen, dass man die da so drauf machen kann? Um da einfach so rüber zu gehen? Ich meine, da ist ja kein Buch drunter versteckt oder so. Das hätte ich gut gefunden, das heißt, wenn man das Buch drunter wäre. Aber dann nicht auf Anhieb drauf, aber man hat es dann auf jeden Fall. Hm.
Okay, machen wir mal hier königliche Küche. Ja, hätte mich auch gewundert. Schauen wir uns nochmal das Buch an. Nö, bringt nichts. Wenn ich jetzt die Quest ausgelöst habe oder so ausgerüstet habe, ist auch egal. Okay, dann würde ich sagen, was mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am nächsten Mal werden wir wahrscheinlich das letzte End vom Schloss erkunden. Und dann ist mein Part dran. Dann werde ich das Schloss mal aufs Übelste erkunden. Beziehungsweise, je nachdem, wie lange wir nächste Folge brauchen, werden wir dann die Quests abgeben. Ich hoffe, wir schaffen dann den Bogen zu finden. Und wenn wir die Quests abgegeben haben, zumindest die eine Quest, wenn die andere Quest nicht abgebbar ist und es gibt noch ein drittes Rezept, dann werde ich das bei meinem akribischen Suchen finden. Und dann wird es in der Folge da drauf, also in der übernächsten Folge, dann definitiv gezeigt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Euer Bajim. Bis dann. Tschüss.